Busenbach also mit einer ansprechenden Leistung. Mal sehen, ob es dieses Mal auch bis ganz zum Ende reicht. Vergangene Woche hatte Boxer Marcel Zeller im Vorprogramm des Regina Halmich Fights seine große Stunde. Vor ausverkauftem Haus erkämpfte er sich im 8. Profikampf seinen 6. Sieg. Wir haben uns mit dem selbsternannten Highlander getroffen und besprochen, wie es nun weitergeht. Die Anspannung stand Marcel Zeller schon beim Wiegen am Vortag des Kampfabends ins Gesicht geschrieben. Denn es war klar, sollte der Highlander seinen Fight vor heimischer Kulisse im Vorprogramm von Regina Halmich gegen seinen ehemaligen Sparringspartner Darko Antonitsch verlieren, wäre das wohl das Ende seiner Karriere gewesen. Die noch kurze Profilaufbahn des 31-jährigen gebürtigen Esseners begann vielversprechend. Nach mehreren Erstrunden-K.O.s brachte er in seinem 5. Profikampf bei einer Sauerland-Veranstaltung Cengiz Koç an den Rand einer Niederlage. Ende März setzte es dann aber ein überraschendes K.O. gegen den Aufbaugegner Erwin Slonka. Ein Misserfolg gegen Antonitsch hätte für Zeller das ausbedeutet. Der Gedanke existiert überhaupt nicht. Ich habe mich 5 Wochen so hart vorbereitet, härter als je, ich bin in der Form meines Lebens eigentlich und er hat keine Chance, er hat sie nicht. Sein Kontrahent hatte für diese Ankündigung nur ein Lächeln übrig, doch im Ring war der Highlander der kampfbestimmende Boxer. Über 6 Runden war er der Aktivere und setzte die eindeutigeren Treffer. Antonitsch boxte viel zu passiv und zu sehr auf seine Deckung bedacht. Verdient wurde der Schützling des Koblenzer Loritz Bockstalls am Ende mit 3:0 Richterstimmen zum Sieger erklärt. Doch zur vollständigen Rehabilitation nach seiner K.O.-Niederlage gegen Slonka hätte es einen spektakuläreren Kampfverlauf und einen stärkeren Gegner bedarf. Natürlich war der Kampf oder der Gegner nicht die erste Wahl, sicherlich. Aber wie gesagt, aus dem Grund, weil es eben für den Boxer sehr schwierig ist, nach einer K.O.-Niederlage eben zurück in den Kampf zu finden einfach, ja. Trotz des Sieges setzt es aus der Tagespresse einige Kritik. Von gekauftem Gegner und gesonderten Konditionen war die Rede, was der Profiboxer so nicht stehen lassen möchte. Es sind einige Punkte in diesem Artikel drin, die der Wahrheit nicht entsprechen. Und zwar, dass wir den Gegner natürlich nicht eingekauft haben. Wir hätten ihn selber mitgebracht, hieß es da in der Zeitung. Das ist nicht der Fall. Jedes Management wählt seinen Gegner natürlich selbst aus. Es sei denn, es ist eine Pflicht-Titelverteidigung. Da wählt der Verband unter den ersten 3 der Weltrangliste natürlich einen Gegner aus. Somit haben wir uns einen Gegner ausgewählt, aus dem Grund auch den Darko Antonitsch, weil er mich vor einem Jahr hier offiziell in Karlsruhe herausgefordert hat. Zumindest liest sich Zellers Kampfbilanz durch den Sieg wieder etwas positiver. Und auch die Weichen für einen eventuellen Titelkampf sind wohl gestellt. Den möchte er, wenn alles klappt, schon im kommenden Jahr angehen. Ein Mensch hat sich dahingehend geäußert, vielleicht noch einen Kampf zum Abschluss des Jahres. Mitte oder Anfang nächsten Jahres nochmal 2 bis 3 Kämpfe. Und dann denke ich, wenn dann eine Titelchance kommt oder ein Titel frei wird, wie auch immer, dann werden wir da zuschlagen auf jeden Fall. 2005 soll also das Jahr des Highlanders werden. Für dieses Ziel darf er allerdings keine zu harten Treffer mehr einstecken. Das war's vom Sport. Ihnen eine schöne Woche.